Ein herzliches Moin Moin von mir an alle, die meine Road to General-Reihe von Battlefield 4 gucken. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir zocken erstmal eine Runde Team Deathmatch. Vielleicht zocken wir gleich noch eine Runde Rush. Wir werden sehen. Erstmal diese hier. So. Problem ist, auf dieser Map habe ich relativ low FPS. Was jetzt nicht so angenehm ist. Aber ich werde mit leben müssen. Was ist denn hier los? Schöne Brandgranate. Hä? Ach so, fuck. Ich mag diese Map nicht, tut mir leid, Leute. Aber fand ich die anderen Maps, die ich gestern hatte, sehr viel angenehmer. Da muss ich jetzt leider mit leben und mit klarkommen und ja. Egal. Fuck, 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 fuck. So. Ja, die Waffe hier, die kann man doch spielen, würde ich sagen. Jetzt so wie ich sie spiele. What the fuck? Der geht gut ab mit Sniper, würde ich sagen. Ja. Wir versuchen mal, was wir gerade freigeschaltet haben. Die Skaha. Welche Lackierung nehmen wir denn mal? Die Stadt, die Grasstadt. Testen wir mal das Visier. Gefällt mir jetzt gerade nicht so gut. Gucken wir mal, wie das mit dem anderen wieder aussieht gleich. Und ohne Laser oder sonst irgendeinem Aufsatz ist das hier auch nicht schön, weil ich sehe einfach gar nichts. Ja. Mich das Spiel verarschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel will mich doch verarschen hier. Konnte ich gar nicht meine Ska ausprobieren. Das war die super Runde schlechthin. Auf jeden Fall. Ja. So, neue Map, neues Glück. Neue Runde. Kleinere Map. Super für Team Deathmatch. Und wieder die Ska. Probieren wir uns mal ein bisschen aus damit. Ich wurde leistungsbedingt ins US-Team übernommen. Okay, hier geht's gut ab. Er hat noch 3 HP.
Aber hier geht's auf jeden Fall schon mal gut ab. Sie campen in der ersten Etage des Hauses. Merken. Hotels. Wie auch immer. Meiner. Okay. Danke. Hurensohn. Boah, ich muss mich erstmal an die Scar gewöhnen, ey. Vor allem braucht die ein Visier und einen Griff. Das geht ja gar nicht. Aber habe ich leider beides noch nicht frei, ne? Boah, ich komme auf die Ska gar nicht klar. Die streut ja des Todes. Habe ich denn dafür kein Visier frei? Gar nichts habe ich dafür frei. Aber ich versuche noch eine Runde damit. Dann, wenn es gar nicht läuft, kommt eine andere Klasse ran. Yeah. Das nenne ich Pro. Pro Player. Pro Player. Ich habe das mit dem Noobtube gerade nur gemacht, weil ich auf Entfernung mit der Waffe sonst keine Chance habe, weil ich mich daran erstmal gewöhnen muss, dass die AEK einfach gar keinen Rückstoß hat und diese hier so ein, ich sag mal, starken. Aber gut, ich komme auf die Map auch noch nicht ganz klar. Ich zock die gerade zum ersten Mal und die Runde läuft hart beschissen. Mit einem anderen Visier wäre ich ja erstmal schon mal zufrieden. Aber so weit bin ich ja leider noch nicht. Sie macht ja gut Schaden, ne? Da sage ich ja nichts gegen. Aber der Rückstoß, der ist schon hart. Hä? Warum lassen die den denn durchkommen? Jetzt ehrlich, warum lassen die den einfach durchkommen? Das kann doch nicht angehen. Ich habe einen Defibrillator auch freigeschaltet. Super. Zehn Kills für den Rotpunkt. Okay. Das sollte ich irgendwie hinkriegen. Vielleicht nicht in dieser Runde. Erstens, weil diese Runde gleich vorbei ist und ich richtig scheiße bin. Und zweitens, einfach darum. Jo, wahrscheinlich durch die Wand. Alter, es kann doch nicht wahr sein. Ich kotze gleich ab. Das mache ich nur für euch, Leute. Oh Mann, ey.
tue ich mir hier nur für euch an. Ich würde wenigstens gerne mit einer positiven KD aus dieser Runde hier rausgehen. Oh, oh. Läuft doch schon mal etwas besser. Viele Kills noch. Einen. Läuft doch schon mal etwas besser. Wie hat der mich bitte gewone-hittet? Willst du mich natzen? Ah, immerhin. Immerhin, sag ich mal. Ich brauch nur noch einen Kill. Dann habe ich wenigstens schon mal das verkackte Reflexvisier frei. Ja, Mann. Shit, Alter, was war das? Das Ende hat ja jetzt nochmal richtig reingeknallt, Mann. Oh mein Gott. Meine Runden werden besser. Habe ich das Gefühl. So. Klatschen wir direkt mal den Rotpunktvisier drauf, ne? Ist ja hier neue Runde, neues Glück. So, das kann alles. Passt. Was habe ich denn hier jetzt? Oh, eine Shotgun. Das ist doch schon schöner. Ah, die Map kenne ich sogar. War die nicht in. Ne, die war nicht in der Beta drin. Aber. Ne, da habe ich schon mal ein Video von gesehen. Da hat er mir gut die Eier gerettet, der eine, Alter. Der hat mich jetzt gerade doch trotzdem, obwohl ich wusste, dass er kommt, ganz schön erschrocken. Erschreckt, erschrocken, je nachdem. So, weiter geht's. Mhm.
What the fuck? Auf die Map muss ich erstmal richtig klarkommen. Das geht ja gar nicht. Noch einer? Von mir aus kann ruhig noch einer kommen. So geht's auch. Hä? Wie ist denn der hier hingekommen? Ich hab den einfach gar nicht gesehen. Was ist das? Suck life! Aber nun ja, ne? This is life. Life is not immer fair. Sneaken wir uns mal wieder ein bisschen vor hier. Am besten so, dass... So, dass die Gegner nichts davon merken. Ja, genau so. Das war wieder hochprofessionell von mir. Okay. Oh shit. War klar, dass du noch hier bist, Pimmelberger. Vier, damit kann ich noch halbwegs leben. Bisher. Es kann ja natürlich alles noch schlechter werden, ne? Muss ja erstmal alles im Ausschuss. Junge! Okay, QBW 95 war schon immer heftig. Und vor allem mit Headshot. Aber die Waffe war im BF3 schon unnormal krank. Und jetzt ernsthaft schon zu zweit da oben. Oh fuck. Okay, gut. Läuft bei denen. Was ziehen die Gegner denn jetzt auf einmal so durch? Oh mein
Gott, die Map gefällt mir überhaupt nicht. Überall campen Gegner in irgendwelchen Häusern. Dann regeln wir jetzt mal anders, würde ich sagen. Bisschen auf die noobige Art und Weise. Oh, das war zu weit. Leider. Shit. Oh, ich kann nicht raus. Lass mich raus. Insalata. Sneaken wir uns mal wieder ein Stückchen vor. Wo sind die denn alle? Bin ich jetzt völlig geistig behindert? Okay, wir haben zwar gewonnen, aber irgendwie habe ich jetzt am Ende keine Gegner mehr gefunden. Wahrscheinlich sterbe ich sogar jetzt nochmal. Oh, ich habe auch noch einen von den letzten Kills gemacht. Yeah, ich bin der Böse. So. Es reicht aber jetzt auch für die heutige Folge. Auf fast Level up. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von Road to General in BF4, ne? Ciao.